Was da wohl drin ist. Servus, Sebastian hier von DEFNA Models. Ja, willkommen zu einer neuen Folge für den 11.13. Nächstes Paket ist da. Ausgabe 20 bis 23, hoffe ich mal. Ne, ich habe noch nicht reingeguckt. Deswegen dachte ich mir, packen wir es einfach mal zusammen aus. Ne? So, da haben wir natürlich hier vorne erstmal den Lieferschein. Ne? Was euch übrigens wundert, ne? Bei mir sind ja keine Rechnungen dabei. Oh, da ist die Tüte schon auf. Okay. Aber es sind 4 Hefte drin. So, schauen wir mal eben. 20. Nicht, dass die hier irgendwas noch umgeändert haben. 21, 22, 23. Okay, Hefte passen schon mal. So. Einmal das. Und dann haben wir jetzt hier noch die Bauteiltüten. Ne? Hier ist die 20. Was ist das für eine Nummer hier? Das ist die 23. 22 und dann ist das die 21. So, doch bevor wir zu den ganzen Heften und Teilen kommen, würde ich sagen, wir fangen erstmal mit unserer wöchentlichen Bauphase an. Und zwar heute mit der Ausgabe 20 von dem Mercedes LF13. So, Teile gucken wir uns gleich nochmal im Detail an und da sehen wir schon, heute geht es um die hinteren Federn Teil 3. Na? Und ja, so wie wir sehen, werden wir nicht viel machen. Aber ein bisschen was können wir anschrauben. Und genau, dann machen wir erstmal hier weiter mit der Kurzhaube-Story. Nämlich das lange Warten auf den Kurzhauber. Mit dem nächsten Thema in dieser Zeitung. Und da haben wir hier, was spielt er für eine Rolle? Hans-Christoph Seebohm von der CDU. Von 1954. Die Anti-Lkw-Politik bescherte der Branche 1954 das Straßenentlastungsgesetz, nachdem die Tonnage um 45% reduziert werden sollte. 1956 folgten das Verkehrsfinanzgesetz mit empfindlich höheren Kfz-Steuern und das Sonntagsfahrverbot für LKWs. Da wisst ihr mal, von wann das ist, das Sonntagsfahrverbot. Was haben wir da für eine schicke Lady? Vor einem schönen MAN. Schickes Madel. Dann geht es weiter hier mit der Geschichte von Daimler-Benz, nämlich 1928, der erste große Wendepunkt. Dann berühmte LKW-Marken der Hanomag, Qualitätsarbeit aus Hannover. Kenne ich gar nicht. Hanomag. Sagt mir gar nichts. Ich kenne nur Unimog. Aber das ist, glaube ich, was anderes. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Blick in die nächste Ausgabe, sprich Heft 21. Da geht es um die rechte untere Hinterfeder, 2 Hinterfederböcke und eine Hinterfederachse. Ne, Lasche. Ja genau, Lasche. Von hier aus sieht es aus wie Achse. Aber dem ist nicht so. Also, schauen wir mal eben hier hinein. Ne? So, da brauchen wir einmal ein Messerchen. Ein Messerkowski. Und holen wir das ganze Gefummel hier raus. So, das erstmal weg. Dann holen wir mal den guten Kollegen LKW hier her. Denn ich gehe mal davon aus, dass wir heute auf dieser Seite hier weitermachen.
So, da haben wir also erstmal an Teilen die rechte obere Hinterfeder. Auch hier ist wieder kein Buchstabe eingebrannt. Dann haben wir 20B eine Unterlegplatte und 20C zwei Walzböcke sowie ein Beutelschrauben EM. Und die Schrauben brauchen wir auch gleich. Denn wir werden, sobald ich einen Schraubendreher gefunden habe, da, diese Schrauben EM mit einem Walzbock auf die von mir aus gesehen linke Platte aufschrauben. So, eine noch. So. Dann geht es weiter mit Schritt 2. Das Befestigen des Walzblock 2010 mit den vier Schrauben haben wir gemacht. Und dann kommt jetzt der andere Walzblock, ebenfalls mit der Lasche nach oben. Jetzt hier von den zweien auf die rechte. So hier. Jetzt wird es natürlich langsam kriminell, weil der Kollege momentan nicht alleine steht. Na, muss man natürlich jetzt alles hier ein bisschen festhalten. Arbeitet jetzt schon. So, das schrauben wir hier auch fest. Mit vier von den Schräubchen EM. So, da ist das auch fest. Und da haben wir jetzt natürlich auch wieder, wie glaube vor zwei Ausgaben, die Plattfeder und diese Unterlegplatte übrig. Ne? Und ich denke mal, die werden wir dann in der nächsten Ausgabe benötigen. Und damit verabschiede ich mich erstmal von euch für heute. War natürlich mal wieder nicht viel.
Aber so ist das nun mal bei so längeren Bausätzen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächsten Montag wieder reinschaltet, hier 15 Uhr zum LF13. Wir sehen uns bis dahin. Ciao, euer Sebastian von Deformatels. Tschüss.